Hey Lee, du hast doch was vergessen. Ich. Was? Du musst dich doch ausziehen. Jetzt nicht. Also. Herr Maxwell, guck doch gerne weg. Aber. Also ich musste mir Ich Mosi bin so nackt froh, dass ich angucken. Koppeln, Aber. zu Achso, mir Terra, das ist doch ein reinziehen. bisschen eskaliert. Was für The Pink Eumi. Lady. Oh, Lager. Chefin. Hi. Hi. Müsstest du aber einmal hier rumkommen. Ah ja. Da ist eine Klappe zu. Nee, das ist einfach nur so, warte, so, warte, Lasse, ungewohnt, fahr sagen du wir mal es so. deine Klappe auch wieder zu. Wir Was ist hatten das für denn? Klappe, wir hatten, Junge, wir hatten. Der hier gerade so vorne auf der Straße vorbeigefahren ist. Hast du nicht gehört? Nee. Ah, ja. Er ist nicht. Ist da irgendwas Kurzes drunter? Irgendwas Weißes? Ist das was? Gott. Okay, das ist ein bisschen too much. Was ist denn, Emilia? Oder sowas? Nee. Nee. Verdammt. War schon besser. Ich habe immer das Problem. Hey, die schaut schick aus, finde ich. Oder doch hohe Schuhe. Irgendwie fühle ich mich anders. Du bist jetzt neben ihr. Also, ich habe mein Fortgeh-Outfit für heute. User in your channel timed out. Ich mal hohe Schuhe für so. Ulala. Wie schaut es aus? Sehr gut. Aber ich fühle mich so groß. Du bist auch sehr groß. Oh, doch, die flachen wieder. Oh. Ich glaube, ich bleibe in den flachen. Ich fühle mich echt underdressed. Ich bleibe jetzt so. Du willst einfach den Pullover nicht ausziehen. Verdammt. Okay, so fühle ich mich wohler. Ich gehe schon mal raus. Warte mal, Haley? Ha? Warte. Soll ich Corbin mal triggern? Ach Gott, das ist Corbin. Das ist oh mein Gott, das ist ja, komm. User disconnected from your channel. Hi. Hey Lee, du hast doch was vergessen. Ich. Was? Du musst dich doch ausziehen. Jetzt nicht. Also. Herr Maxwell, guck doch gerne weg. Aber. Also ich musste mir Mosi nackt angucken. Koppeln, zu mir reinziehen. Das ist doch ein bisschen eskaliert, aber auf anderer Ebene. Frau Winter hat den Mitarbeiter gezwungen, sich auszuziehen. Ja, guck mir halt unten rein. Der hechelt wie ein Hund gerade so. Koppeln. Herr Maxwell, ich finde das ziemlich respektlos, wie Sie mit Frauen umgehen. Wolltest du gerade unten reingucken? Entschuldigung, mich hat's gerade. Entschuldigung, mich hat's gerade weggewedelt. Es tut mir leid. Himmel, Arsch ins Mund, Haley. Ich dachte, ich probiere was Neues aus. Gute Idee, Emilia. Ich weiß gerade nicht, wo mir der Kopf steht. Also bist du eine hübsche Frau. Gott, ich muss hier weg. Oh Gott, das, also, Hallo. Also, Haley, Wer ruft denn jetzt noch an? Wow. Echter Trick, ja. Echter Trick. Der Chief steht übrigens gerade fast gegenüber von Warte, uns. Ich hab bei Safe, falls du nochmal abfangen willst. Ja, der Chief, was will denn? Der will nichts, aber du könntest ihn abfangen, falls du was von ihm willst. Also, Gott, ich will. War da noch was, was ihr noch mit ihm besprechen wolltet?
Wieder der Chief beim LST, aber ich glaube, das machen wir die Tage, oder? Na, dann machen wir es gleich, weil wir voll. Hä? Ja, fahr mal runter. Komm. Geht ruhig hin. Ja, fahrt weg. Alles klar, also ich hoffe, er steht dann noch. Ja. Ich stehe da noch. Bevor er keine Zeit hat. Aber hey, die Dinger, ja. Geld. Bis gleich. Jo, bis gleich. Kannst du gleich mit abheben. Bitte? Digga, mein Geld, das kannst du gleich mit abheben. Die hat keine Zeit, also ist sie pleite. So wie wir alle. Jo, wir fahren mal kurz zum LST. Ja, komm. Du bist pleite, ich weiß, wie viel Geld du von uns bekommst. Vielleicht bis später in der Bar dann. Passt jetzt? Bis später. Wir sind alle pleite. Also wir laufen jetzt so ins LST. Ja. Zwei Sekunden. Ich stehe direkt hinter ihm. Oh Gott. Nee, da waren keine PT-Fahrzeuge dabei. Aber das ist... Nee. Hä? Ich dachte, der Chief wäre. Oh, der ist in England bei den Autos. Hä? Toll. Ist das gerade ein schlechter Witz, oder ist das ein schlechter Witz gerade? Herr Mayfield? Wollen Sie was? Ich habe gedacht, wir sollten mal schnell herkommen. Weil wir hätten eventuell mal noch was zu klären. 5 Minuten. Ihres Lebens. Ja, Moment. Muss ich bald meinen Kaffee anbieten? Irgendwie falsch gekleidet. Ich muss auch. Muss ich bald meinen Kaffee anbieten? Oh Gott. Möchten Sie einen Kaffee? Nee, danke. Okay. Und zwar geht's darum, sie kommen ja nochmal zu uns, aber es wurden ja doch hin und wieder das eine oder andere Fahrzeug zu uns geliefert noch. Ja, können Sie gerne sagen, was es gekostet hat, dann zahle ich das. Ja, das sind 2.959 Dollar. Ja, stellen Sie mir mal eine Rechnung aus. Rick? Ja? Bist du noch eingecheckt? Ich bin noch eingecheckt. Dann kassier mal vom Chief 2.959 Euro ab. 2.959 ja. Dollar. Vielen Dank, Benny's Motorworks dankt Ihnen. Alles gut. Ja, wegen dem Konzept rufe ich Sie mal an, wenn Sie ins PD kommen können. Ja. Dann machen wir das mal in Ruhe. Ja. Dann stellen wir das einfach mal vor und lassen es dann noch von der Stadt genehmigen. Genau. Naja, wie gesagt, rufe ich Sie an, wenn ich da Zeit habe und dann kommen Sie einfach ins PD, dann machen wir das in Ruhe. Gerne ich habe auch eine kleine Gegenrechnung mit denen, was sie schon mal gezahlt haben und was es im Endeffekt dann, dass sie mal sehen, was sie dann eigentlich sparen. Ne, wie gesagt, das machen wir dann. Okay, dann ich glaube, vielleicht kommen wir mal wieder auf einen grünen Zweig und wir hätten auch eventuell mit dem Pilze anderes Konzept noch. Vielleicht kommen wir da irgendwie mal wieder wegen. Ne, wie gesagt, das klären wir dann bei dem Termin. Ja, dann haben wir das alles. Jo, danke. Tschüss. User left your channel. The Pink Lady. Oh, Lager. Chefin. Hi. Hi. Müsstest du aber einmal hier rumkommen. Ja. Da ist eine Klappe zu. Nee, das ist einfach nur so, ungewohnt. Fahr du mal deine Klappe auch wieder zu. Wir hatten schon den halb unmächtigen Korken gerade. Oh mein Gott. Ich bin ausgerutscht, du mir Leute. User joined your channel. Das ist, weil das so der Zahn getropft hat, merkst du das? Oh mein Gott. Kommt gerade noch das Bier halten für den Herrn hier. Du hast neulich noch gesagt, ein Kleid steht hier nicht. Ja, das andere hässliche da. Ich dachte, okay. Ja, da guck mal. Das sieht man wenigstens dreckige Grinsen nicht. Jason! Nee, was denn? Ich hab keine dabei. Nimm sie ihm nicht übel, der hat schon 9 Intus. Doch, ja. Hey. Hast du das Zettelchen? Ist schon. Ja. Ist schon nicht schlecht. Jetzt muss ich mir sich noch eins anziehen. Wow. Weißt du, was das Schöne ist? Jetzt rennt Lasse wenigstens nicht hinterher. Neuwagen, weil sie nach Leder riecht. Oh, ja. Ich hab nur heute schon wieder zu viel Schläge gehört. Dankeschön. Uli Dorm, kann ich euch was anbieten? Ja, Samstag. Irgendwas hat es Starkes, was mich gleich umhaut. Ja, Bockbier wahrscheinlich. Ja. Macht der Schönheit in dem Kleid mal ein Bier. Auch ein Bockbier wahrscheinlich. Ja, selbstverständlich. Gerade bei uns. Was kann ich dir anbieten? Och komm, gib mir auch ein Bockbier.
Echen. Ja. Und halt ohne Motzen hat er die Rechnung gezahlt. Ja, der wäre lasse bloß eifersüchtig, weil du größer wärst. So, schauen wir mal, ich seh. Hat na, lasse ein bisschen sprachlos, hä? Ja. Ich habe ich jetzt fast nicht wiedererkannt. Oder komm, wollen wir zerketzer. Wow. Ich glaube, das sind Stimmbruch. Hast du da auch ein Zettelchen? Leg die ich glaube, Lasse fliegen heute noch die Fetzen. Hey Puppe, kannst du mir mal gefallen tun, mal bei Lasse auf dem Hinterkopf hauen. Da muss ich jetzt erstmal Mut antrinken. Oh, ich weiß ja gar nicht mehr, was er sagen soll. Der kann bloß halt ich hab mich schon wieder eingekriegt. Ich merk's. Ich geh mal davon aus, dass Deutsch Lasse bezahlt. Ich kann's auch selber zahlen. Wenn ich hätte das auch einfach auf den Deckel geschrieben bei Lasse. Warte mal. So, und bei dir gehe ich davon aus, dass das Jason bezahlt, oder? Ich kann's einfach nicht aussehen. Och, das denke ich schon, dass der das übernimmt. Alles gut. Oh Gott. Ey, lieb, mach mal Partnertausch, weil du hier oben stehst. Was? Oh, weh. Alter. Emilia? Nee. Also ich bin wow. Einiges von dir gewohnt, aber dass du so offen bist, das ist eine ganz neue Seite von dir. Ich bin nur gerade vom Kopf her komplett geistig verwirrt, weil der Chief so normal gerade war. Sag mal, Mathis. Naja, Rossi, was du vergisst, im Moment gibt's Hand nicht. Sprich dich mit ihm. Mathis. Ja, aber dass okay. Er die Rechnung gezahlt hat, vorzeigen. Kann das sein, dass du das Bier, was du Friedhelm geben wolltest, mir gegeben hast? Nein. Nee? Ja gut, dann hatte ich ja noch ein Bier. Hier stehen, ja, also kriege ich das auch noch. Friedhelm, wie geht's dir eigentlich? Ach, soweit ganz gut eigentlich. Mal gesehen. Ja, das stimmt. Spontan ist Zeit sehr knapp. Viel Arbeit oder was? Ja. Aber ich habe alle hier gerade eingeladen für Samstag, also. Sehr gut. Ja. Das ist auf jeden Fall schön. Ich muss mir glatt noch für Samstag einen Anzug kaufen. Wow. Was? In Eröffnung ist. Was doch nicht dein Ernst? Was denn? Anzug. Oder halt ausschauen. Also, ist wie ein Anzug. Aber nee, ich bin ein Geschäftsführer. Anzug kannst du bei mir vergessen, ne? Man kann sich ja auch leger schick anziehen. Nee, bei dir reicht die Plastiktüte über den Kopf. Wow. Willi. Hat er nicht gesagt. Och, komm. Komm, Jason, wir gehen auch mal rüber gucken, was es stimmt, ist es gemein. Vielleicht kannst du deine ja auch nochmal überraschen. Ach du Scheiße, weiß wie die jetzt gleich zurückkommen. Ich glaube, das wollen wir gar nicht sehen. Wahrscheinlich kommt sie im Slack- und Leder-Outfit. Ja, mit Hintern frei. Oh Gott. Ich würde mich jetzt am liebsten auf den Boden schmeißen, aber nein, das mache ich mit dem Kleid nicht. Hi. Grüß dich. Hey, was geht denn? Mäuse. Grüße. Ne? Oh! Schmecken lassen, was willst du denn gleich so ausfällig? Ich hab bezahlt, ja. Nur so zur Info. Also, normalerweise so Damen in so einem Kleid, ja. So viel zum Thema, was geht. Hat er seine Frage beantwortet? Was, nur Glück, dass ich keine Frauen schlage. Oh, ich sehe schon, ihr habt Spaß hier, ne? Ach, 2-10 direkt drüber. Das war echt keine Absicht. Mal erstmal Bierchen können, auf den Schock. Hey, die steht gefährlich nicht. So, lass dich schminken. Durchgeknallt wollen wir Samstag sein. Weiß ich noch nicht. Mal gucken, wie die Woche wird. Ach du Heilige. Ich sehe gerade, wie die zwei in die Bar reingehen. Und jetzt kommen sie raus. Ach du heilige Scheiße! Guten Tag, ich bin der Zugälter Ihres Vertrauens. Meine Prostituierten sind mir wichtig. Nein! Oh Gott, nee, das mach ich nicht. Ich würde mich auch hinschmeißen. Das ist etwas zu freizügig. User left your channel. Warum? Oder ich probier's mal. Es fehlt echt nur noch so ein schwarzer Hut oben drauf. Mit Feder. Servus. Oh Gott, da guck ich mal, ob's da was gibt. Also, ich will fragen, warum liegst du am Boden? Wo ist der Wando? Ich liege wegen ihm am Boden, weil er irgendwie
mich gerade von den Socken gehaut hat. Er hat gerade gemeint, er ist der Zuhälter des Vertrauens. Ja. Der Mosi hat gerade gesagt, ist er mit irgendeinem Ball, der raus durchschaut. Moment. Jetzt hab ich auch noch verschluckt. Da ist es der. Gott. Was ist... Es kommt der Zuhälter. User left your channel. Hey, Polydor, Miller, servus! Was geht denn bei euch falsch? Ich weiß nicht. Ist das so zum Lachen? Also, ich muss User schon joined your channel. Mit der Buin schaust du genau aus wie der Hitman. Also, wenn ich jetzt im Minirock dastehen würde, würde man meinen, du wärst mein Zuhälter. Ich will. Oh Gott. Gott. Der Zirkus reinkommt. Mm. Hier liegen wir wieder zu. Hallo. Ich würde mich auch gerne hinlegen, aber ich glaube, das eröffnet komische Einblicke. Das ist, glaube ich, lieber. Servus. Oh, hast du jetzt hier. Also, Chase, ich muss sagen, du siehst nicht so schick aus, aber er zieht. Ja, ich guck aus wie Steve Mobs. Ich guck eine Cola, mach ich fertig, ich könnte euch hinten. Aber ich bin nochmal schnell auf dem Klo, gell? Ich werde sie auch nochmal neu entscheiden, oder? Die Öffnung ist. Das ja, für die Armee Öffnung ist ja erst am Samstag. Das war mal die Armee. Jetzt ist die Sandarmee. Was ist denn da los? Wir machen jetzt hier Sicherheitsdienst oder was? Das ist hier Militär noch. Keine Ahnung, was die treiben. Das ist ein Chillverein, haben sie mir gesagt. Die hängen ab und so, yo. Also die Jacke macht mich fertig, Mann. Ich hoffe, das ist kein echter Pelz. Das ist echter Hermelin-Pelz, Junge. Ach, ja. Oh, die armen Viecher. Die armen Viecher. Wir kommen aus mit die Viecher. Na, ich zieh mich gleich wieder um, keine Angst. Ja, das glaube ich mal. Ich weiß, was ich heute wieder anziehe. Oh. Komm mal, die Damen, warum steht ihr denn so abs heute? Beziehungsweise die Herren, mach doch mal ein bisschen Platz, dass die Damen sich setzen können. Alles gut, ich stehe gerade. Das ist ja. Durchrutschen. Ja, das ist doch normalerweise ist das normale Gentleman-Schule. Ich stehe ganz gut. Dann stellt euch doch ein bisschen näher zu den Herrschaften. Geht. Und ich passe nicht durch. Stückchen für Stückchen für Stückchen. Nein. So, ruf mal wegen als Song. Ich bleib stehen. Nein, nein, nein. Hey, lieber stehen bleiben. Ja, und hast was gewonnen. Ich möchte bitte nicht so breit, wenn ich darf. Hier steht es ganz gut.